Seit Oktober vergangenen Jahres dürfen Homosexuelle in Deutschland heiraten. Doch dieses Recht gilt nicht für kirchliche Trauungen. In vielen evangelischen Landeskirchen ist es zwar erlaubt, in Württemberg allerdings immer noch nicht. Ein Gesetzentwurf, der genau das ändern wollte, ist im November bei einer Abstimmung im Kirchenparlament der Landessynode gescheitert. Warum das so ist und was das bei den Betroffenen auslöst, darüber sprechen wir jetzt bei Alpha und Omega. Damit herzlich willkommen. Bei mir im Studio begrüße ich Flo Meyer. Er lebt in einer festen homosexuellen Partnerschaft. Er ist gläubig und tief in der Kirche verwurzelt. Dass das Gesetz abgelehnt wurde, hat ihn sehr enttäuscht. Matthias Hansmann ist Mitglied der Landessynode und hat gegen die Segnung homosexueller Paare gestimmt. Er ist überzeugt, das ist nicht Gottes Wille. Und Gabriele Arnold, sie ist Prälatin in Stuttgart und Mitglied des Oberkirchenrats der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Dort haben sie monatelang einen Kompromiss ausgearbeitet, der nun von der Synode abgelehnt wurde. Herr Meyer, Sie leben in einer festen Partnerschaft. Wenn Sie Ihren Partner irgendwann mal heiraten wollten, wie wichtig wäre Ihnen da eine kirchliche Trauung und warum? Also für mich ist das tatsächlich absolut wichtig. Für mich genauso wie für viele meiner heterosexuellen Freunde, die im christlichen Milieu groß geworden sind, ist das eine irgendwie die Eheschließung, die am Standesamt passiert und die hat einen Rechtscharakter. Aber für mich ist tatsächlich eine Trauung oder eine Segnung vor dem Altar das, was ich mir wünsche, weil ich gerne, wie alle anderen auch, meine Partnerschaft vor Gott bringen möchte, diese gesegnet bekommen möchte. Ich bin ein aktives Mitglied in meiner Kirchengemeinde. Ich mache dort Jugendarbeit. Ich erlebe dort mit, wie, keine Ahnung, meine Kirchen oder meine Mitglieder in der Kirche auch gesegnet werden an Trauungen, bei Taufen und so weiter. Und da ich auch eben Bestandteil dieser Gemeinde bin, würde ich mir das für mich auch wünschen, auf jeden Fall. Jetzt ist Württemberg eine der wenigen Landeskirchen, wo das noch nicht möglich ist. Wie empfinden Sie das dann? Naja, man muss sich ein bisschen mit abfinden. Das ist die letzten Jahre tatsächlich ja schon immer so gewesen. Frustrierend ist es natürlich jetzt schon, dass wir im November überhaupt keinen Schritt weitergekommen sind durch den Synodenbeschluss. Das ist schon ärgerlich. Es ist ja nicht so, dass es bisher möglich war und jetzt nicht mehr geht. Es ging noch nie, aber tatsächlich eine gewisse Frustration, dass im November wir nicht mal einen Millimeter vorangekommen sind in diesem Thema. Über den Synodenbeschluss sprechen wir noch. Frau Arnold, jetzt ist in der Diskussion, hört man immer wieder von einer Segnung von homosexuellen Paaren oder von einer Trauung von homosexuellen Paaren. Was ist denn der Unterschied? Also theologisch betrachtet gibt es eigentlich keinen Unterschied, weil nach Martin Luther die Ehe vor der Kirche gegründet oder begründet wird. Und es ist ja dann auch durch die staatliche Gesetzgebung seit Bismarck sozusagen komplett umgesetzt worden, dass auch die Pfarrer nicht mehr die staatliche Eheschließung vollziehen und dass auch nach unserem jedenfalls evangelischen Verständnis eine kirchliche Trauung, ein Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung ist mit der Bitte um den Segen Gottes für dieses Paar. Was jetzt der Unterschied sozusagen in unserer faktischen Rechtslage ist, dass eine Trauung ein öffentlicher Gottesdienst ist, also zu dem die Gemeinde eingeladen wird. Das wird abgekündigt oder verkündigt sozusagen im Gottesdienst und wird dann auch in die Kirchenbücher eingetragen als Amtshandlung, also als offizielles Handeln der Kirche an diesen Menschen. Und das ist jetzt eben bei einer Segnung, wie wir sie bisher haben. Also wir haben ja die Möglichkeit, gleichgeschlechtlich liebende Menschen zu segnen, allerdings eben in der Seelsorge. Und das ist dann keine Amtshandlung, also die nicht offiziell sozusagen nicht offiziell Kirche, abgekündigt, nicht offiziell in die Bücher eingetragen und so. Befürworten Sie eine Trauung von homosexuellen Paaren? Also wir haben ja als Oberkirchenrat diesen Kompromissvorschlag vorgelegt, wo wir gesagt haben, wir wollen dahin kommen, dass eine Amtshandlung, also eine Segnung in einem öffentlichen Gottesdienst in unserer Landeskirche möglich wird. Ja. Sie sind gegen so eine öffentliche Segnung und Trauung von homosexuellen Paaren, Herr Hansmann. Warum? Nein, das hat mal einen persönlichen Grund. Das heißt, ich mache mir natürlich selbst ein Bild drüber, wie möchte ich das Ganze von Gott her sehen. Das spreche ich natürlich allen anderen nicht ab, aber man muss selber zur Entscheidung kommen, was ist wohl Gottes Wille für sowohl für mich persönlich als auch für die Gemeinde und auch für die Kirche. Und das braucht theologische Entscheidungen,
Da passieren theologische Diskussionen und in der theologischen Entscheidung stehe ich auf der Seite, wo ich sage, das kann ich nicht, nicht befürworten. Warum glauben Sie, dass das nicht Gottes Wille ist? Also was ich sehe, aber jetzt in aller Kürze natürlich, ja. Ich meine, wir hatten ja einen langen Studientag und alles Mögliche, wo man theologisch lang diskutiert hat. Ja. Gibt es auch sehr berechtigt unterschiedliche Meinungen. Aber mein Hauptpunkt theologisch liegt darin, dass ich sage, es gibt in der ganzen Bibel keinen, überhaupt in keinem Punkt irgendeinen Erweis dafür, dass ich sage, okay, an der Stelle werden gleichgeschlechtliche Paare ganz bewusst als Partnerschaft gesegnet. Im Gegensatz eben zur Mann-Frau, zur Frage der Trauung und zur Partnerschaft von Mann und Frau. Letztlich geht es um die Geschöpflichkeit, um die Schöpfungsordnung Gottes. Herr Mayer, die Gegner dieser öffentlichen Segnung, wie Herr Hansmann zum Beispiel, zitieren immer wieder eben Bibelstellen, wo sie sagen, es ist nicht Gottes Wille. Was löst sowas in Ihnen aus? Gut, ich habe jetzt auch einen theologischen Background, von daher kann ich darüber natürlich, oder habe ich mir darüber auch ein Bild gemacht. Ja. Und ich kenne viele Menschen, die sind sehr frustriert über solche Aussagen. Ich muss Herrn Hansmann ganz klar widersprechen. Ich sehe das ganz anders. Die wenigen Stellen, die wir in der Bibel haben, stehen alle in gewissen Kontexten. Und diese Kontexte sind geschrieben, oder diese Bibelstellen sind geschrieben an bestimmte Gemeinden in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Kontext, wo man Partnerschaften in einer gewissen Art und Weise gelebt hat oder nicht gelebt hat. Meines Erachtens nach kennt die Bibel keine homosexuell gelebten Beziehungen, die auf einer Augenhöhe stattfinden, sondern spricht hauptsächlich von sexuellen Handlungen. Und das ist ja tatsächlich also ein Unterschied. Ja. Frau Prälatin, das ist wirklich als Laie schwer zu verstehen. Da gibt es eine Bibel. Es gibt Menschen, die sagen, es ist Gottes Wille oder hat nichts dagegen, wenn Homosexuelle gesegnet werden in einer öffentlichen Trauung. Und die anderen sagen, es ist auf gar keinen Fall Gottes Wille. So, als Laie steht man so ein bisschen ratlos da. Und um mal Pippi Langstrumpf zu zitieren, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ist das so? Nee, es ist natürlich nicht so. Was richtig ist, ist, dass wir immer verschiedene Auslegungen der Bibel haben. Und was der Herr Mayer jetzt sehr stark betont und was ich auch, also aus meiner theologischen Prägung, sehr unterstütze, ist zu sagen, biblische Texte sind immer zeitgebunden und kommen aus einem bestimmten Kontext und haben für bestimmte Fragen unseres Lebens keine Antwort. Ja? Also man könnte ein anderes, ganz heißes Eisen nehmen und die Frage stellen nach dem Stellenwert des ungeborenen Lebens. Ja, damals gab es noch keine Abtreibungen, deshalb wird das Thema in der Bibel so nicht behandelt. Es gibt natürlich aber Stellen, die dann über die Bedeutung und den Wert des Lebens sprechen. Und da sind wir dann immer in der Frage, wie gewichten wir diese Stellen von damals für uns heute. Und ich finde, ein wichtiges Prinzip, das hat ja auch uns Martin Luther ins Stammbuch geschrieben, zu fragen, was Christum treibt, oder vielleicht könnten wir es besser übersetzen, was dient der Liebe mehr? Und also wo kommen wir Menschen entgegen, statt sie auszuschließen? Und daran, darf ich, gerade daran sieht man, dass wir natürlich innerhalb unserer Kirche eben mit unterschiedlichen, jetzt nenne ich es mal, Bibelverständnissen unterwegs sind. Und das ist wirklich Realität. An der Stelle dann zu ringen und zu sagen, okay, das denkst du und das denkst du. Und wir alle schauen mit der gleichen Richtung in die Bibel rein, aber haben einen unterschiedlichen Background an der Stelle. Ja. Ich würde jetzt gerne mal auf die Abstimmung zu sprechen kommen. Es gibt in der Kirche die Synode, also quasi das Parlament. Und wenn in der Kirche irgendetwas geändert werden soll, dann muss die Kirche, die Landessynode sozusagen, zustimmen, wie jedes Parlament auch. Gibt es dann Gesetzesentwürfe und es gibt Abstimmungen. Und wie das genau abgelaufen ist und über was die Synode im November abgestimmt hat, das schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Ein erster Antrag hatte vorgesehen, dass gleichgeschlechtliche Paare wie bisher Mann und Frau einfach getraut werden dürfen. Dieser wurde sofort mit großer Mehrheit abgelehnt. Der Oberkirchenrat hat dagegen einen Kompromiss vorgeschlagen. Hierbei sollte eine neue Amtshandlung eingeführt werden, klar unterscheidbar zur üblichen Trauung. Für die Einführung müssten die Gemeinden ihre Gottesdienstordnung ändern. Dazu wäre eine Dreiviertelmehrheit im Kirchengemeinderat und die Zustimmung der Pfarrer und Pfarrerinnen erforderlich. Sie dürften außerdem frei nach ihrem Gewissen entscheiden, ob sie die Amtshandlung durchführen wollen oder nicht.
Der Gesetzentwurf des Oberkirchenrats wurde diskutiert und kam schließlich zur Abstimmung. Dabei erreichte er nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit, 2 Stimmen fehlten dazu. Der Oberkirchenrat zeigte sich enttäuscht. Landesbischof Juli setzt auf Gespräche, um dennoch zu einer Lösung zu kommen. Herr Hansmann, bevor wir über die Lösung diskutieren, noch mal kurz zur Abstimmung. Sie waren auch einer von den 3 Synodalen, die dagegen gestimmt haben. Jetzt war das ja ein sehr großer Kompromiss auch des Oberkirchenrats, dieser Gesetzentwurf. Warum haben Sie dagegen gestimmt? Es hat mehrere Gründe. Die Grundentscheidung war natürlich, dass ich dagegen bin, jetzt grundsätzlich in diese Richtung zu gehen. Das haben wir gehört. Die Frage war tatsächlich, bringt man diese Entscheidung in Zukunft in die Gemeinden? Und das ist natürlich eine ganz berechtigte Frage. Der Oberkirchenrat hat tatsächlich versucht, stark zu vermitteln und auch etliche Positionen nochmal ausgelotet und nochmal nachgearbeitet. Das ist keine Frage. Die Frage war nur, machen wir die Entscheidung in der Landessynode oder geben wir sie in die Gemeinde? Und für mich selber war klar, und ich fühle mich auch bestätigt, nachdem so stark gestritten wird nach wie vor, dass momentan das nicht in die Gemeinden gegeben werden darf. Sie sagen, das führt zu Streit in den Gemeinden. Können Sie das erklären? Ja, also ganz kurz ist es angesprochen worden. Wenn das in die Gemeinden transportiert wird, dann bedeutet das, dass 75% der Kirchengemeinderäte in Zukunft sagen müssen, wir möchten, dass unsere Kirchengemeinde einen Antrag stellt, dass wir gleichgeschlechtliche Paare segnen dürfen, also öffentlich, in einer Kasualie. Und gleichzeitig muss der Pfarrer oder die Pfarrerin auch noch zusagen, und zwar alle, die in der Gemeinde sind. Und das führt zu einem unglaublichen Druck. Ja, aber man könnte das auch anders sehen. Also man könnte sagen, dadurch wird gerade ein Gespräch in Gang gesetzt. Und wenn wir... Also wir haben den Gemeinden ja auch sonst überlassen wir ihnen ganz schwerwiegende Entscheidungen. Die Kirchengemeinden wählen ihre Pfarrerinnen und Pfarrer und nicht der Oberkirchenrat schickt die Pfarrerinnen oder Pfarrer in die Kirchengemeinde. Und auch sonst, also in ganz zentralen Fragen sagen wir, das ist die Verantwortung des gewählten Gremiums vor Ort. Und da gehe ich eigentlich aus meiner langjährigen Erfahrung als Gemeindepfarrerin davon aus, dass es da mit sehr großer Achtsamkeit und Behutsamkeit vorgegangen ist. Worden wäre. Und man muss ja ganz klar sagen, durch diesen Synodenbeschluss ist ja nicht verhindert worden, dass gestritten wird. Also auf gar keinen Fall. Tatsächlich ich in meiner Gemeinde erlebe, dass es natürlich Thema ist. Unsere Pfarrer oder meine Pfarrer haben sich positioniert zu diesem Thema. Das führt natürlich auch zu Gesprächen in dem Kirchengemeinderat, das führt zu Gesprächen innerhalb der Kirchengemeinde, auch sehr kontrovers. Das führt zu einigen frustrierten Austritten aus unserer Landeskirche, die nämlich keine Antwort bekommen haben. Und da spreche ich nicht nur von Homosexuellen, die sagen, ich fühle mich in dieser Kirche nicht mehr zu Hause, sondern da spreche ich auch von Heterosexuellen, die sagen, in dieser Lage finde ich, meine Kirche vertritt mich da nicht mehr richtig. Also den Streit abzuwenden, indem man dagegen stimmt, das haben wir nicht erreicht. Frau Arnold, Sie sind ja Teil des Oberkirchenrats. Sie waren mit beteiligt an der Ausarbeitung dieses Kompromisses, der nachher abgelehnt wurde. Sie haben uns gesagt, dass der gesamte Oberkirchenrat also mit Bestürzung und Entsetzen reagiert hat. Warum? Ja, es war von uns schon... Ja, wirklich, wie der Herr Hansmann zu Recht gesagt hat, ein sehr langer Prozess, großer Diskussionsprozess und dann große Einmütigkeit in dem Vorschlag. Und wir haben ja dann auch mit einzelnen Mitgliedern aus der Landessynode dann immer noch das mal vorsondiert und vorbesprochen und haben dann auch unseren Vorschlag nochmal angepasst und waren eigentlich der Meinung, dass wir jetzt mit diesem Kompromiss genau dahin kommen, dass jeder Pfarrer und jede Pfarrerin ihrem Gewissen folgen kann und dass auch keine Kirchengemeinde oder kein Kirchengemeinderat gezwungen wird, etwas zuzulassen, was dieses Gremium nicht möchte, als Vertreter der Kirchengemeinde. Weil dieses Gremium muss ja entscheiden, wie ist die Stimmung sozusagen bei uns in der Kirchengemeinde. Ja. Und dann war da schon, also wirklich, ja, wir waren bestürzt und unser Landesbischof hat man ihm ja auch angemerkt dann in der Pressekonferenz im Anschluss und er hat das auch dann nochmal bekräftigt, dass er das als Verpflichtung sieht, daran weiterzuarbeiten. Ja. Herr Hansmann, jetzt haben Sie uns gesagt, die Reaktion einiger Synodale und auch der Zuschauer nach der Abstimmung, das war für Sie unangebracht. Inwiefern, was haben Sie da erlebt? Naja, das war sehr unangebracht. Ich muss trotzdem noch mal kurz eine Sache sagen, als Beispiel, damit es nochmal klar wird.
Mich ruft ein Pfarrer an nach der Abstimmung. Und er sagt, ich bin so froh, dass es nicht in die Gemeinde gekommen ist, weil, wenn es gekommen wäre in die Gemeinde, hätte ich jetzt meinen Koffer packen können, weil der Druck unglaublich groß geworden wäre. Warum? Er wäre der gewesen, der letztlich das in der Gemeinde verhindert, weil er gesagt hätte, ich werde nicht segnen. Und das führt dazu, dass momentan ein ganz großer Druck ausgeübt wird und der war sehr froh. Also es ist sowieso so herum wirklich eine große Not, das ist keine Frage und es wird auch diskutiert und gestritten nach wie vor, aber das ist letztlich die Entscheidung. Der Synodalprozess ist zum Beispiel ganz nüchtern gesehen ein demokratischer Prozess. Das heißt, es geht um eine Gesetzesvorlage oder eine Ordnung mit Gesetzescharakter und da wird langer Prozess, lange Vorarbeit, aber es ist klar, es ist eine Abstimmung und dann akzeptiert man dieses Ergebnis. Mhm. Und an der Stelle kann ich das nicht nachvollziehen, dass es derart emotionalisiert wurde, das Ganze, und dann auch in der Synode nach Abstimmung im Grund sowohl vom Publikum als auch von Synodalmitgliedern eine Protestbekundung gab, direkt direkt nach Verkündigung des Ergebnisses. Gab es, seitdem ich in der Synode sitze, die zweite Periode noch nie. Und ich frage mich, warum an der Stelle, und im Grunde ist nicht möglich. Warum, wie haben Sie das empfunden, diese Reaktionen? Na, ich habe es einerseits verstanden, ja, weil ich natürlich sehe, die Leute, die betroffen sind und getroffen sind, verstehe ich auch, dass die natürlich auch verletzt sind. Also das, ist ja, also das verstehe ich natürlich. Aber auf der anderen Seite sage ich, ich erwarte von der anderen Seite auch, dass so etwas nicht passiert. Also wir entscheiden gemeinsam. Das Problem an der Stelle ist jetzt, dass eine Minderheit letztlich eine Entscheidung herbeiführt. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ja? Eine Minderheit, aber es ist völlig zu Recht, weil es eine Gesetzgebung ist. Und in der Gesetzgebung haben wir zu Recht die Regel, dass man sagt, es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Mhm. Es ist auch ein Schutz. Also grundsätzlich mal ein Schutz, jetzt gar nicht zu dem Thema, sondern grundsätzlich ein Schutz, dass unsere Kirche nicht plötzlich aus irgendeiner Bewegung raus sich derart stark verändert, dass es der Kirche womöglich nicht gut geht. Mhm. Ja? Das ist aber auch eine spannende Geschichte. Also ich erlebe ja in der Nachberichterstattung tatsächlich auch viel und auch viel aus der eher konservativen Richtung, wie jetzt sehr frustriert darüber gesprochen wird, es gibt jetzt den Beschluss sei zu akzeptieren, weil schließlich ist er demokratisch herbeigeführt worden. Das stimmt auch alles. Zu einer Demokratie gehört aber eben auch, dass alle Mitglieder dieser Kirche trotz dessen ganz klar ihre Meinung darüber sagen dürfen und diesen Beschluss zu Recht und wegen mir auch laut kritisieren dürfen. Dieses Recht haben wir in einer Demokratie immer. Das gilt genauso auf bundespolitischer Ebene, wie das auf kirchenpolitischer Ebene gilt. Und natürlich muss die Minderheit, und das sind in der Synode hauptsächlich die Konservativen, die das verhindert haben, jetzt auch aushalten, dass tatsächlich vielleicht eine Kirche oder die Kirchenmitglieder, die weiter sind, also im Denken über diesen theologischen Prozess. Aber so sehr, wie man will, ob er weiter ist, auf jeden Fall anders denkt. Genau, dass sie tatsächlich auch laut sagt, naja, aber ihr habt jetzt etwas abgestimmt, was ich so nicht sehe. Auch da hat man als Synodaler, also man muss es erstens aushalten und zweitens muss man die Ohren offen halten. Und ich meine, da hilft ja auch nicht. Muss man noch dazu sagen, es gab ja auch im Vorfeld viele Theologen, die einen offenen Brief an den Landesbischof geschrieben haben, die dagegen waren. Wir haben viele gefragt, ob sie zu uns in die Sendung kommen wollten und alle haben abgelehnt. Also wir sind sehr froh, dass Sie da sind, aber können Sie es nachvollziehen, dass da niemand offiziell auch dazu Stellung nehmen möchte? Nein, das Ganze ist ja tatsächlich immer noch, merkt man ja auch, wir werden, das ist jetzt nicht einfach zu, das Buch und fertig, sondern da gibt es Diskussionsbedarf. Und es wird ja auch diskutiert. Ja? Also nach wie vor wird darüber gesprochen, diskutiert, was heißt es für die Zukunft. Aber von den demokratischen Spielregeln jetzt nochmal, also von der Synode her oder vom Parlament, also ich sage mal, im Bundestag wäre klar, dass an so einer Stelle gibt es eine Rüge. Und dann gibt es noch eine Rüge und dann müssen diejenigen, die nicht aufhören, müssen den Saal verlassen. Gut, aber da müssen wir doch dass die Synodalpräsidentin das zugelassen hat, glaube ich. Und also wenn wir von Protest reden, müsste man vielleicht fairerweise sagen, dass Leute gesungen haben. Und zwar haben sie gesungen, We Shall Overcome. Und wir werden es überwinden. Wir werden es überwinden, und um ihrer Trauer und ihrer Betroffenheit Ausdruck zu verleihen. Also es war ja nicht so, dass jetzt da pöbelnde Massen auf der Empore standen. Und man hat dieses Lied gesungen, und ich fand es von der Synodalpräsidentin wirklich eine ganz weise und sehr großherzige Entscheidung, was sie ja sonst hätte tun können, das zu unterbinden, einfach um diesen Emotionen, und wir sehen das ja auch auf dem Bild,
von Menschen, die selber als lesbische Pfarrerinnen zum Teil in unserer Landeskirche gearbeitet haben oder noch arbeiten, einfach um dem auch Raum zu sie geben. Sie konnte das an der Stelle gar nicht, also es stimmt absolut. Sie hätte das auch gar nicht unterbieten können. Sie haben ein tolles Signal. Ja. Einfach bei der zweiten Lesung, also quasi direkt vor der Abstimmung, haben Sie gesagt, haben Sie auch oder auch quasi so einen öffentlichen und emotionalen Druck gespürt, was auch Auswirkungen auf das Abstimmungsverhalten hatte von vielen Synodalen. Inwiefern? Ja gut, also so würde ich jetzt nicht eins zu eins sagen, aber klar ist, dass so ein Prozess, vor allem wenn es dann auf die Abstimmung zugeht, das ist ja nicht nur in diesem Fall so, sondern immer, das hat so eine starke Eigendynamik, dass natürlich versucht wird, aus verschiedenster Richtung, bewusst oder auch unbewusst, nochmal die Meinung, ich sag mal, zurechtzuschütteln und auch Stimmen zu bekommen. Und das war natürlich so. Ja. Und ich möchte es aber auch noch mal kurz einwerfen. Okay. Also, ich meine, dass es euch da unten, dass es den Synodalen da unten im Saal vielleicht emotional wurde, das kann ich verstehen. Ich saß aber auf der Zuschauertribüne und auch da saßen viele, ich nenne es mal Betroffene, die das Thema ganz konkret betrifft. Das war auch eine hochemotionale Geschichte. Natürlich. Also manchen Redebeitrag, der war weit weg von Realität und unter der Gürtellinie. Also Und Sie fanden ja auch schon den Kompromiss des Oberkirchenrats eigentlich diskriminierend. Warum? Der Oberkirchenratskompromiss ist zu Recht als Kompromiss bezeichnet. Das ist, man spricht immer von einer Ausnahme und sagt, Ausnahme ist keine Wertung. Natürlich ist Ausnahme eine Wertung. Also das war eher lachhaft. Der Kompromiss war nur deshalb gut, weil er uns wenigstens 2 Zentimeter weitergebracht hätte. Es hätte eine Regelung für Pfarrer gegeben, die bereit gewesen wären, das öffentlich zu machen, ohne dass es dienstrechtliche Konsequenzen hätte. So. Frau Prelate, da muss man auch nochmal, also den Namen des Gesetzentwurfs, den muss ich jetzt einfach mal kurz zitieren. Der heißt ja nicht einfach Trauung oder Segnung für alle, sondern ich möchte jetzt wirklich wörtlich zitieren. Der heißt, kirchliches Gesetz zur Einführung einer Ordnung der Amtshandlung anlässlich der bürgerlichen Eheschließung zwischen 2 Personen gleichen Geschlechts, der Begründung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder die Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe. Ich habe schon von vielen Gesetzen gehört und vielen Gesetzesänderungen, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen. Warum so umständlich? Weil man halt versucht hat, in dem Titel sozusagen schon den Inhalt des Gesetzes wiederzugeben und auch zu zeigen, dass es eben jetzt dass sich natürlich die Situation anlässlich der Eintragung einer Lebenspartnerschaft, aber jetzt nochmal der Ehe für alle, da auch Handlungsbedarf nochmal verstärkt gesehen wurde. Sie haben versucht, das allen recht zu machen, aber letztendlich ist es jetzt gescheitert in der Synode. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Also den Gesetzentwurf nochmal in die nächste Synode zu bringen, bringt ja nichts, weil das Abstimmungsverhalten wird sich nicht ändern. Wie geht es denn weiter? Also im Moment geht es, denke ich, auf verschiedenen Ebenen weiter. Das eine, was Sie, Herr Hansmann, und Sie, Herr Mayer, auch schon gesagt haben, also es wird noch mal diskutiert, also an der Basis auch diskutiert. Mein Eindruck ist jetzt, es wird auch noch mal anders diskutiert, also noch mal inhaltlicher, auch offener, also auch in den Gemeinden. Also es hat sich jetzt schon noch mal in die Diskussion hat sich einfach verbreitert. Das ist das eine. Und das andere, was wir als Oberkirchenrat einfach versuchen, auf allen Ebenen, sind Gespräche zu führen. Also glauben Sie, Herr Hansmann, dass irgendein Kompromiss noch möglich ist oder ist der Sack jetzt für immer verschnürt? Nee, ich sitze in einem der Gesprächskreise, wenn man so will, einer der Parteien, konservativ, die konservative Ecke sozusagen. Aus der ich auch komme. Also Genau, ist gut. Und da war für uns schon auch klar, wir wussten, die große Mehrheit, nicht alle, aber etwa 3/4 des Gesprächskreises, schätzt man, hat eben dagegen gestimmt. Und da war klar, wir können doch nicht nur Nein sagen. Das geht doch nicht. Und was wir sofort gemacht haben, ist, dass wir in unserer Gruppe einen Initiativkreis gegründet haben. Wir haben gesagt, wir müssen da nochmal in Ruhe drüber diskutieren. Und das ist ja immer gut. Ja. Ich sage mal, immer gut, nochmal zu sagen, jetzt sprechen wir nochmal drüber, weil natürlich auch erkannt wurde, was für unglaubliche Verletzungen durch dieses Nein passiert sind. Ja. Also es ist auf jeden Fall Gesprächsbereitschaft da. Vor allem, Herr Hansmann, wir müssen nochmal sagen, also Homosexuelle sind ja in unserer Gesellschaft in der Minderheit. Und diejenigen, die in der Kirche sind, die auch noch heiraten wollen und sich kirchlich trauen lassen wollen, ist ja die Minderheit von der Minderheit. Warum sorgt das dann für solche Diskussionen, für solche Emotionen? Naja, jetzt kommen wir praktisch wieder am Anfang von der Sendung. Man kommt einfach zu unterschiedlichen Entscheidung. Das müssen wir auch akzeptieren. Zu theologischen, unterschiedlichen, und da kommen wir auch nicht zusammen. Ja. An der Stelle kommen wir nicht zusammen, also theologisch. Ja. Und ist aber auch gar nicht so schlimm. Ja. Die Frage ist, wie handeln wir das? Genau. Und das geht's, wie halten wir das aus, dass wir in einer Kirche zu einem Punkt
der nun wirklich kein zentraler Punkt ist, ja, miteinander leben können. Also, und wir haben das bei anderen Fragen ja auch geschafft. Also wenn ich denke an die Diskussion in den 80er Jahren, als es um Nachrüstung und Friedensfragen und so ging, da waren ja auch innerhalb der Kirchen sehr verschiedene Positionen. Und da hat man es ausgehalten und miteinander ausgehalten. Und das wäre jetzt eben mein Wunsch und unser Wunsch auch zu sagen, wir müssen es miteinander aushalten und wir müssen aber Lösungen finden, die eine, also die ein klares Signal auch nochmal des Willkommens und auch des, der Gleichbehandlung darstellen. Im Moment ist ja so, dass das Kirchenrecht es den Paaren verbietet, Homosexuelle zu trauen, offiziell. Jetzt haben aber also schon als Amtshandlung, genau. In offizielle der Segnung, Amtshandlung. In der Segnung ist es, ja, als, in der als seelsorgerliches Handeln ist, ja, es möglich. Aber eine offizielle Trauung sozusagen ist kirchenrechtlich nicht erlaubt. Jetzt haben viele Pfarrer aber schon angekündigt, dass sie vorhaben, genau das trotzdem zu tun, obwohl die Kirchenleitung das verbietet. Können Sie das nachvollziehen? Wir haben jetzt genau die Situation im Grunde genommen, weswegen wir auch im Oberkirchenrat gesagt haben, wir brauchen hier eine Entscheidung und eine Lösung, weil wir wissen, dass viele Kolleginnen und Kollegen sagen, mit unserem Gewissen ist es nicht zu vereinbaren, Menschen den Segen Gottes zu verweigern. Also Sie können es nachvollziehen? Ich kann es nachvollziehen. Ja. Ich selber kann es natürlich nicht gutheißen. Ja. Also wir haben geltendes Recht, ja, und an das sind wir gebunden. Was passiert, wenn das Pfarrer machen? Das warten wir mal ab. Okay, bleibt auf jeden Fall. Ja, aber ich will jetzt mal gerne wir kommen zum Ende der Sendung. Ich würde gerne Herrn Mayer noch mal, Entschuldigung, zu Wort kommen lassen. Sie haben ja nach der Abstimmung auch einen Internetbeitrag geschrieben in einen Blog und haben sehr viel Feedback bekommen, so Sachen wie, tritt doch einfach aus. Ist das eine Lösung für Sie? Nein, austreten ist, glaube ich, keine Lösung. Diese Kirche muss gestaltet werden. Es gibt 2019 eine Kirchenwahl. Vielleicht schafft man in dieser Kirchenwahl eine höhere Beteiligung und damit Änderungen. Glauben Sie, dass eine Segnung, Trauung offiziell von homosexuellen Paaren auch in Württemberg mal möglich sein wird? Die Hoffnung sollte man nicht aufgeben. Schön wär's. Gut, ich würde gerne, Herr Heinzmann, wenn Sie damit einverstanden sind, mit der Hoffnung von Herrn Mayer diese Sendung beenden. Ihr für alle, nur nicht in der Kirche, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Danke, dass Sie da waren und das erzählt haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.